Ciao, ich bin Vincenzo. Ich arbeite als Sprachlehrer für Italienisch schon lange in die Migros-Club-Schule. Und das gefällt mir sehr, weil ich kann noch eine Beziehung mit meiner Heimat haben in Italien. Ja, Bier zu Pizza, ich bin auch einverstanden. Und vor allem da in der Schweiz, ich trinke oft Bier auf Pizza. Aber kein Wein auf Pizza. Wenigstens, mindestens meine Generation hat nicht kombiniert Wein und Pizza. Oh, das ist eine gute Frage. Aber vielleicht ich als Italiener bin sicher eine Ausnahme. Wenn ich hatte eine weiße Hemd, war eine Tragödie. Ich habe mit dieser Gabel alle die Spaghetti alle genommen und dann ich habe nicht gewusst, dass sie sind unten in die und die Soße ist überall auf der Hemd. Ich habe gedacht, ich esse nicht mehr Spaghetti in meinem Leben. Ich bin in der Schweiz gekommen. Ich habe endlich eine Lösung. Man kann mit dem Löffel, ich finde es super. Dann alles geht gut. Das ist genau diese berühmte Scarpetta. Fare la Scarpetta. Das ist für viele Leute noch besser als diese Pasta oder Fleisch, was hat gegessen. Am Schluss kommt diese come la ciliegina sulla torta. Super, ist der beste Moment. Se italienische Lehrer, ich muss unbedingt korrigieren. Nein, presso. Due, man muss plural machen, espressi. Das, endlich etwas ist geändert in diesem traditionellen Café Tiramisu. Immer für die gleiche Geschichte vom Koffein, war man zu nervös schon nach dem Tiramisu. Cappuccino, un cornetto, mit Creme, mit Marmelade, mit Schokolade, mit Honig. Schon eine Eier, schon beginnt seine Eier am Morgen. Oi, 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 oi. Meine Lieblingssatz, la mia frase, bisogna godere la vita. La vita è lunga ma è anche breve. Bisogna approfittare delle belle cose, dei piccoli momenti. Man muss profitieren von den kleinen schönen Momenten. Das Leben ist lang, aber sehr kurz. Dann godiamo la vita, anche con un cappuccino. Arrivederci a tutti.